Wer ist Jesus? Das fragten sich die Menschen zu verschiedenen Zeiten. Für den Evangelisten Markus war wichtig, Jesus ist einer, der uns Gott ganz nahe bringt. Und in Gottes Nähe werden Menschen wieder heil. Einmal kam Jesus mit seinen Freunden in das Gebiet der Gerasener am Ufer des See Genezareths. Gerasa war eine nicht jüdische Stadt, das erkennt man daran, dass dort Schweine gezüchtet wurden. Kaum war Jesus aus dem Boot gestiegen, kam ihnen ein Mann, schreiend und um sich schlagend entgegen. In der Nähe war ein Schweinehirte, der auf seine Tiere aufpasste. Jesus fragte ihn, wer das ist. So erzählte der Hirte, dass der Mann in den Grabhöhlen wohnte, weil er wie besessen von einem bösen Geist war. Er hörte Stimmen in seinem Kopf und hatte seinen Halt verloren, als wäre er aus seinem Leben verrückt worden. Tag und Nacht und ohne Ruhe schrie der Mann und schlug sich selbst mit Steinen. Nichts konnte ihn bändigen. Nun kam der kranke Mann auf Jesus zugerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus war ihm schnell mit den Worten entgegengetreten: Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Dieser flehte ihn nun an, sie nicht aus der Gegend fortzuschicken. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen, und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Die gerieten nun außer sich und stürzten den Abhang hinunter in den See. Der Hirte rannte ins Dorf und erzählte von diesem Ereignis. Die Leute kamen herbei und sahen den kranken Mann bei Jesus. Er hatte sich verändert. Der Geheilte war bei klarem Verstand und ordentlich bekleidet. Er hatte Halt gefunden. Er war nicht mehr verrückt. Doch die Menschen fürchteten sich und baten Jesus, ihre Gegend zu verlassen. Als Jesus in das Boot stieg, bat ihn der Geheilte: Ich möchte bei dir bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht und sagte: Geh du zurück zu deinen Angehörigen und erzähle ihnen, wie Gott dir nahe gekommen ist. Und der Mann hörte auf Jesus und ging zurück. Überall verkündete er, wie Gott ihn geheilt hatte. Die Menschen staunten darüber. Heute würde die Geschichte vermutlich anders heißen: Die Heilung des paranoid-schizophrenen Mannes. Diese Krankheit kann heute behandelt werden, indem man als Kranker in ein psychiatrisches Krankenhaus geht und Medikamente gegen die schlimmen Stimmen und schlimmen Gedanken im Kopf bekommt. Und warum durfte der Dämon in die armen Schweine? Im jüdischen Gesetz gibt es Speisegebote. Fleisch darf man nicht mit Milchprodukten vermischen und es darf kein Schweinefleisch gegessen werden. Sie gelten als unreine Tiere und daher war in ihnen Platz für Dämonen.